Hallo Leute und willkommen zur Vlog Nummer 276. Bevor wir gleich mit den, ich nenne es mal, Tagesthemen einsteigen, die wir jetzt schon seit 2 Tagen immer wieder haben, aber die Presse berichtet kaum noch etwas anderes, habe ich eine an sich ja ganz positive Nachricht, die aber auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen lächerlich wirkt, will ich mal vorsichtig sagen. Denn unser lieber Herr Maas, unser Außenminister, ihr wisst, hat klargestellt, dass es mit ihm oder für ihn keine deutsche Beteiligung in der Straße von Hormus geben wird, unten im Persischen Golf. Das ist ja erstmal ganz nett. Hintergrund der Sache war, dass es ja da diverse Spannungen mit dem Iran gab. Ihr habt das alle mitbekommen. Erst gab es diese Drohnenproblematik, anschließend wurde wohl ein britischer Öltanker beschlagnahmt, der angeblich ein iranisches Fischerboot gerammt haben soll und gegen internationales Seerecht oder irgendwas verstoßen haben soll. Ganz kuriose Geschichte. Und die Amerikaner haben nun mitgeteilt, dass das jetzt so nicht unbedingt weitergeht und wohl auch Andeutungen gemacht, dass sie sich auch militärische Optionen vorstellen könnten. Wie auch immer das aussieht. Deutschland hat nun unmissverständlich klargemacht, nicht mit uns, wir setzen auf Diplomatie, was ja an sich ganz nett ist. Spannend war aber die Berichterstattung dazu, denn es gab einen sehr, sehr ausführlichen Artikel, der sich mit den möglichen Folgen einer angespannten Lage in Bezug auf die Straße von Hormus auseinandergesetzt hat. Und da wurde eindrücklich davor gewarnt, dass die schmalste Stelle dieser Straße gerade mal 50 Kilometer breit ist und da sind ja noch so ein paar Inseln verstreut und die eigentliche Durchfahrt, die lässt sich doch relativ einfach abriegeln. Und immer noch werden 1/3 des weltweiten Rohöls, Erdöls über diese Straße transportiert. Also es ist eine relativ große Menge, 1/3. Und wenn man diese Straße blockieren würde, warum auch immer, dann würde der Ölpreis ja unglaublich in die Höhe schnellen. Also mich erinnert das so ein bisschen an die Ölkrise von 1980, ihr wisst. Plötzlich wurde die Ölförderungssumme mal eben um 5% gesenkt, weil es sollte halt ein bisschen teurer werden, der Preis. Ist die Krise jetzt schon so lange her, dass wir eine neue brauchen oder was soll der ganze Spaß? Na egal. Ich will jetzt gar nicht weiter mit euch über das Öl reden, aber lustig war das insofern, dass ausgerechnet Herr Maas, der jetzt wirklich nicht unbedingt so eine tatsächliche Autoritätsfigur ist, wie ich meine, der Meinung ist, da irgendwelche ernstzunehmenden Entschlüsse verkünden darf. Ich finde, das wirkt immer so irgendwie niedlich, wenn der kleine Maas da am Mikrofon steht, das überragt ihn fast und er will dann da irgendwie erzählen, dass er natürlich nicht irgendwie militärisch gegen den Iran operieren wird. Was ja wie gesagt erstmal eine positive Sache ist, ob nun amerikanische Aggressionen begründet sind oder nicht, will ich an der Stelle gar nicht beurteilen. Aber dieses ganze Szenario, das wirkt auf mich immer sehr surreal. Naja, wir haben noch andere Sachen, über die wir sprechen sollten. Die führen uns dann wieder zurück nach Deutschland. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, immer noch die Nachwirkungen der grausamen Tat von vorgestern. Das wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten. Und mir geht's, wie gestern schon gesagt, nicht mehr um die Tat an sich. Dazu ist, denke ich, meinerseits alles gesagt. Mir geht es um die reine Berichterstattung dazu. Denn zumindest heute waren die meisten Artikel, die ich zu der Thematik gesehen habe, genauso wie ich es gestern und vorgestern schon habe durchblicken lassen, was ich vermutet habe. Offensichtlich hat man es in der Presse aktuell ganz gern, wenn man versucht, den Täter, und ich tue mich immer noch schwer damit, den als Mensch zu bezeichnen, tut mir leid, aber kann ich nichts dafür. Man versucht den halt in die, ich nenne es mal fast schon Opferrichtung zu drücken. Er war unauffällig, er war zuverlässig und psychisch krank, denn der arme Mann, der hat ja seit letztem Sommer Stimmen gehört. Er war deshalb in Behandlung und seine Arbeitskollegen wollten ihn ja unterstützen und so weiter. Also dieses ganze, oh, der arme kleine Mann, der kann ja gar nichts für. Ja, über die Familie hat man auch den ein oder anderen Artikel gelesen, also über die Familie der Opfer. Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht wiedergeben, das war nämlich ziemlich grausam. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Leute habe, die das vielleicht nicht unbedingt hören wollen, aber ihr könnt da gerne selber recherchieren. Die Schlagzeilen beherrscht allerdings der Täter. Und den hinzustellen von wegen, ja, er war ja krank und er kommt ja aus Eritrea, eine der schlimmsten, wie haben sie es genannt, Diktaturen der Welt. Und das kommt ja ganz, ganz oft vor, dass Aussiedler aus Eritrea möglichst, ja auch teilweise nach vielen Jahren noch irgendwelche Probleme bekommen, dann Hilfe brauchen und eigentlich können sie ja nichts für. Hier an der Stelle will ich euch mal kurz fragen, wie das eigentlich mit den Flüchtlingen aus Nordkorea aussieht. Nordkorea ist keine der schlimmsten Diktaturen, die es gibt. Sehe ich ein bisschen anders.
Die Leute drehen in der Regel auch nicht völlig am Rad und stoßen irgendwelche anderen Passanten, andere Zivilisten vor Züge. Oder habe ich da was verpasst? Und es gibt durchaus den einen oder anderen Nordkoreaner, dem eine erfolgreiche Ausreise gelungen ist, wenn man das so nennen kann. Beziehungsweise dem die Flucht vor Kim Jong-un und Konsorten gelungen ist. Und jetzt anzukommen von wegen in Eritrea wäre ja alles so schlimm, mimimi, ja, das mag sein. Aber das rechtfertigt erst noch lange nicht, dass irgendjemand andere Leute umbringt. Es gibt nicht nur Eritrea auf der Welt, wo teilweise Menschenrechte verletzt werden. Das sieht in anderen Diktaturen nicht anders aus. Und die Leute, die Menschen, die von da kommen, die drehen auch nicht alle am Rad. Genauso haben nach dem Zweiten oder nach dem Ersten Weltkrieg nicht alle Kriegstraumatisierten irgendwelche anderen Leute umgebracht. Und erst recht nicht irgendwelche unschuldigen Zivilisten auf Bahnhöfen. Da ist mir persönlich kein einziger Fall bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr da was auf dem Tisch habt, falls ja, her damit, aber die Ausrede von wegen, es wäre so schlimm in Eritrea, also tut mir leid, Freunde, die greift nicht. Es gibt genügend Eritreer, die seit sehr, sehr vielen Jahren in Europa leben, die tatsächlich gut integriert sind, die nie auf die Idee kommen würden, irgendwelche anderen Menschen umzubringen, und die haben das Gleiche unter Umständen erlebt in Eritrea. Komischerweise drehen die nicht am Rad. Komischerweise stoßen die keine Leute vor den Zug. Also, wieso muss man so eine Tat auf irgendeine Art und Weise versuchen, schönzureden? Es erschließt sich mir nicht. Ist es, weil es nicht ins eigene Weltbild passt? Weil der Täter ja die Hautfarbe hat, die man selber als nicht kriminalitätsbegehungsfähig einstufen möchte oder so, keine Ahnung. Da hat ja hier dieser Böhmer-Troll was rausgehauen von wegen, wer sich nur für Kriminalitätsfälle interessiert, wenn sie die richtige Hautfarbe für seine eigenen Interessen haben, bla bla bla, also völliger Bullshit. Liebe Presse, was macht ihr denn gerade? Hat man jemals versucht, einen, ich nenne es mal Täter europäischer Herkunft, krampfhaft positiv darzustellen? Glücklicherweise nicht. Zumindest nicht in dem Umfeld, nicht in dem Rahmen, nicht in dem Ausmaß, wie ich es bisher zumindest heute gelesen habe. Ihr könnt mich auch hier gern korrigieren, wenn euch dein Fall bekannt ist. Aber dieses krampfhaft Versuchen, er kann ja nichts dafür. Man muss jetzt feststellen, inwieweit er überhaupt schuldfähig war. Also Freunde, wollt ihr mich verarschen? Ich finde das einfach extrem. Ja, man ist einfach nur angeekelt von so einer Berichterstattung. Seht den Tatsachen ins Auge, der Mann kam aus Eritrea, er hat ganz bewusst andere Menschen vor den Zug gestoßen, das ist eine unumstößliche Tatsache. Wie er das nun persönlich beurteilt, ist scheißegal, aber es ändert nichts daran, dass er sehr wohl wusste, was er da getan hat und auch dafür verantwortlich ist, ob er nun Stimmen hört oder nicht. Wenn er tatsächlich so psychisch krank war, dass die Gefährdungslage bestand, dann hätte man ihn da eigentlich von Seiten der Therapeuten bereits einweisen müssen. Wenn er in Behandlung ist, hätte das auffallen müssen. Ist anscheinend nicht passiert. Aber sich nun hinzustellen und so zu tun, von wegen, er war ja ein Musterbeispiel für Integration. Ja, jetzt ist es halt nicht mehr. Lebt damit. Und hört auf mit diesen, aber naja, er kann ja nichts für. Und die Stimmen in seinem Kopf, und das ist die böse Vergangenheit. Als ob nur Menschen aus Eritrea eine schlimme Vergangenheit haben. Was soll denn dieser Bullshit? Wenn es danach geht, müsste jeder eritreische Staatsbürger in Eritrea alle anderen Leute umlegen. Das ist doch völlig hirnrissig. Aber wir haben noch andere Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Denn ich habe einen Artikel gelesen, wo ich auch dachte, was geht denn mit der Menschheit ab? In Hamburg gab es wohl eine sehr, sehr wirre Durchsage an einem Bahnsteig, an einem Bahnhof. Nicht von der DB, gleich vorweg, ist wohl mittlerweile nachgewiesen, dass sich da jemand, der nicht zur Deutschen Bahn gehört, anscheinend Zugang verschafft haben muss und wohl möglicherweise irgendwie ja, eine Durchsage getätigt hat, ohne dass es irgendjemand unbedingt umgehend mitbekommen hat. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, war nur so in dem Artikel. DB wusste davon wohl nichts. Denn die Person hat auf einem Bahnsteig die Durchsage getätigt, dass alle deutschen Passagiere doch oder alle deutschen Fahrgäste die Kinder an die Hand nehmen sollen, um einen weiteren muslimischen Anschlag oder Angriff zu verhindern. Und sicher, das ist eine nicht unbedingt zu 100% zutreffende Durchsage, denn ganz ehrlich, nicht nur deutsche Fahrgäste sind bedroht von solchen Angriffen, das ist erstmal jeder Fahrgast am Bahnsteig, egal wo er herkommt. Und auch wenn die meisten Täter in den vergangenen Jahren aus einer gewissen religiösen Richtung kamen und das oft auch mit ihrer religiösen Weltanschauung gerechtfertigt haben, so kann es da natürlich auch noch andere Motive für geben, das ist ganz klar. Ob der Typ aus Eritrea nun Christ oder Moslem war oder was auch immer, das wird sich wahrscheinlich zeigen. Er war ja laut Pressebericht orthodoxer Christ.
Also da hat er wahrscheinlich seine Bibel nicht richtig gelesen, aber normalerweise ist im, soweit ich das weiß, im Neuen Testament und ich glaube auch im Alten nirgendwo die Rede davon, dass man Leute vor den Zug stoßen soll. Korrigiert mich auch hier, wenn ich falsch liege. Aber worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, dass dieser Grund, dieses Motiv Religion nicht immer unbedingt das Einzige sein muss. Und sicher, es gibt eine gewisse Häufung, aber das heißt nicht, dass es keine anderen möglichen Motive gibt, die zum Zuge kommen können. Und ich habe wieder Wortfindungsstörungen. Und dadurch ist so eine Durchsage natürlich vollkommen, ja, viel zu kurz gefasst. Das müsste man weitaus umfassender tätigen, dass tatsächlich jeder Fahrgast auf die Kinder achten soll, damit es nicht wieder zu Anschlägen kommt. Das wäre tatsächlich richtig. Und worum es mir aber eigentlich geht, ist die Aussage einer Augenzeugin. Die Dame nennt man im Sternartikel Annalena. Annalena ist 29 Jahre alt und hat diese Durchsage wohl gehört. Und sie selber war erst irritiert und ist dann innerlich zusammengebrochen, das stand da, als da tatsächlich gesagt wurde, man soll doch die Kinder vor einem weiteren, ich piep das mal aus, piep, Angriff schützen. Okay, also liebe Annalena, ja, die Durchsage hätte man anders tätigen müssen, das ist wahr. An sich ist es nicht falsch, aber eben auch viel zu kurz gegriffen. Das habe ich ja gerade erklärt. Denn Opfer kann jeder werden, Täter genauso. Deswegen ist es falsch, das nur auf eine Konstellation zu beschränken. Aber wenn du dabei schon innerlich zusammenbrichst, was wäre denn dann passiert, wenn du Zeuge dieser scheußlichen Tat am Bahnhof vorgestern geworden wärst? Ich will es dir nicht wünschen, aber so zu tun, als dieses übermäßiges Snowflake-Gehabe. Ich weiß nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. Man bricht innerlich zusammen. Das kann doch nicht sein, dass sich jemand wagt, da einen komplexen Sachverhalt aufs Einfachste herunterzubrechen. Ja, Leute, genau das ist die Konsequenz von A, unserer Berichterstattung und B, unserer Justizarbeit aktuell. Dass die Person nicht unbedingt hell war, die diese Durchsage getätigt hat, da brauchen wir nicht drüber streiten. Dass es unangemessen ist, brauchen wir auch nicht drüber streiten. Aber wo kommt es denn her? Und nein, das ist nicht die Schuld der angeblich bösen AfD. Das ist die Schuld einer konsequent in eine Richtung gehenden Presse. Warum auch immer. Wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, es wundert mich doch sehr, dass man den Täter jetzt fast als Unschuldslämmchen glorifizieren will, der hier überhaupt nichts dafür kann, wie gesagt. Und vor allem ist es auch die Schuld einer Justiz, eines Rechtssystems, das eigentlich den Glauben an die Rechtssicherheit in dem Land ein Stück weit, zumindest vielen Menschen ein Stück weit genommen hat. Denn Täter, kaltblütige Mörder können in diesem Land teilweise mit Bewährungsstrafen davonkommen, weil sie ja nicht wussten, dass man hier keine Frauen umbringt. Oder weil sie ja so eine schlimme Kindheit hatten. Ja Leute, ist doch kein Wunder, dass die Leute aufgebracht sind. Und wenn sich dann noch irgend so ein grüner Politiker oder so eine grüne Politikerin hinstellt und meint, wenn alle genug Abstand vom Bahngleis halten, dann passiert ja auch nichts, dann kann ja keiner auf die Schienen gestoßen werden. Und der nächste grüne Politiker fordert, die Züge dürfen nur noch in Schrittgeschwindigkeit in die Bahnhöfe einfahren, denn dann passiert ja auch nichts. Also Leute, ihr seid doch dran schuld, dass die Menschen aufgebracht und sauer sind. Und nicht jeder. Ich möchte jetzt keinen beleidigen, aber es gibt Leute, die, ich will sie nicht als, sagen wir so, sie haben einen anderen Bildungsgrad, als vielleicht unsere Herren Politiker von sich selbst behaupten, um das jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Und den Leuten ist es doch scheißegal, wie ihr irgendwelche Zusammenhänge rechtfertigt, teilweise völlig an den Haaren herbeigezogen, von wegen, wenn jeder genug Abstand hält und die Züge Schrittgeschwindigkeit fahren und so weiter. Das ist ja Rumdoktern an Symptomen, das ändert am Sachverhalt, dass da jemand ganz bewusst Menschen auf Gleise stößt, überhaupt nichts. Vielleicht sollte man da die Ursache beheben, aber nur meine Meinung. Aber genau das ist der Grund, weshalb, ich nenne es jetzt tatsächlich, nehmt es mir nicht übel, aber einfach gestricktere Leute wütend sind. Warum einfach gestricktere Leute ihre Wut kanalisieren und dann eben auch bewusst auf verallgemeinerte Zielgruppen lenken. Berichtet wieder realitätsumfassend, bringt geltendes Recht, geltende Gesetze zum Einsatz. Mord muss gleich bestraft werden, egal wo der Täter herkommt. Eure eigene Rede, jeder ist gleich und so weiter, scheißegal, ob man aus Afrika kommt oder nicht, mag sein, muss aber auch für Strafrecht gelten. Nur weil ein Angehöriger vom Glauben XYZ jemanden umbringt, weil das bei ihm zu Hause so üblich ist,
hat er hier keinen Kulturbonus zu bekommen. Er muss ganz genauso bestraft werden wie beispielsweise ein Mörder des Herrn Lübcke. Ich denke, da sind wir uns einig. Und wenn das endlich mal durchgesetzt wird, dann kriegen die Leute vielleicht auch wieder mit, hey, okay, da tut sich was. Möglicherweise, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, ich will ja echt keinen beleidigen. Aber wenn man wieder zur realistischen Berichterstattung und vor allem zur gleichen Anwendung geltenden Rechtes übergehen würde, dann könnte man den Leuten auch zeigen, hey, wir behandeln niemanden gleicher als andere, bei uns wird jeder gleichermaßen bestraft. Bei uns gibt es keinen Bonus auf Kulturkreis XY, weil da weiß man das ja nicht und so weiter. Und dann nimmt man da sicher auch die Wut ein Stück weit raus, dann zeigt man den Leuten, ihr seid uns nicht scheißegal. Wir sorgen auch dafür, dass eure Rechte irgendwo gewährt werden. Wir sorgen dafür, dass ihr vielleicht irgendwann mal wieder sicher mit Zügen fahren könnt. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Aber das wäre das Mittel der Wahl, um tatsächlich gegen Vorurteile vorzugehen, indem man alle Menschen gleich behandelt und nicht irgendwelche bevorzugt und andere stigmatisiert, weil sie eben ganz zu Recht wütend sind und anderen irgendeinen Scheißdreck unterstellt. Aber ich denke, dazu muss ich gar nichts weiter sagen. Das Ganze führt uns auch noch zum letzten Punkt des heutigen Videos, denn ihr habt wahrscheinlich noch meinen Vlog zum Thema Schweinefleisch in Erinnerung, beziehungsweise den Skandal darum, um die Leipziger Kita, die aus Rücksichtnahme auf das Seelenheil von zwei piepgläubigen Mädchen beschlossen hat, beim Caterer nur noch Mittagessen und Snacks oder so zu bestellen, die schweinefleischfrei sind. Ja, das Ganze gab zu Recht eine große Welle der Empörung. Auch hier gab es wieder wüste Drohungen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, wo das herkommt, habe ich gerade versucht, kurz zusammenzufassen. Das ist zumindest meine Einschätzung des Ganzen. Es macht es weder besser noch schlechter, das ist ganz klar. Aber löst man nicht mit dem, was der liebe Herr Oberbürgermeister versucht hat, dessen Namen ich vergessen habe. Denn der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig muss das gewesen sein, hat sich hingestellt und sich darüber empört gezeigt. Denn die Saat der Hetze, die geht ja auf. Hat man wahrscheinlich wieder indirekt versucht, die AfD in die Mangel zu nehmen, so zu tun, als wäre die AfD dran schuld. Wie gesagt, der auf Missstände hinweist, der ist ja sowieso böser als der Missstände tatsächlich verursacht hat, zumindest laut aktueller Mehrheits- oder aktueller gesellschaftsfähiger Ansicht. Merke ich auch jedes Mal, ich rede über eine Sache und werde angeschissen, dass ich es mir wage, darüber zu sprechen. Tja, Deutschland 2019. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass sich der gute Herr nun hingestellt hat und meinte, tatsächlich eine Kausalität hergestellt hat, von wegen angebliche Hetze, hat er nicht näher definiert, ist dafür verantwortlich, dass die Leute die Kita bedroht haben. Nee, Moment, bevor ich mein eigentliches Statement zu der Sache abgebe, noch was anderes, denn er hat auch davon gesprochen, dass es ja nie um ein Verbot vom Schweinefleisch ging. Es war ja in Absprache mit dem Eltern nur so, dass man das eben vom Speiseplan nehmen wollte und die Kinder durften selbstverständlich weiter Würstchen und so mitbringen. Und schön und gut, herzlichen Dank, auch wäre schlimm, wenn nicht. Und er hat in einem anderen Artikel, wenn ich mich recht erinnere, auch noch die Frage aufgeworfen oder hat sich unverständlich darüber gezeigt, wie es denn sein kann, dass man sich über Würstchen aufregt und dass man aus Essen ein weltpolitisches Geschehen macht, um das mal überspitzt zu sagen. Und hier hat der liebe Herr Oberbürgermeister einiges verkannt, denn tatsächlich geht es nicht mal um das Essen an sich, zumindest den meisten Leuten nicht. Auch hier gibt es wieder sicher den einen oder anderen eher einfach gestrickt, indem es tatsächlich um die Form des Nahrungsmittels geht, was nun auf welchem Teller liegt. Aber ich denke, für eine doch nicht unerhebliche Masse sprechen zu können, wenn ich sage, dass es nicht um Schweinefleisch oder Rindfleisch oder irgendwas geht, sondern einfach nur um die Tatsache, dass irgendjemand in teilweise vollkommen abstrusen, vorauseilendem Gehorsam für eine große Mehrheit beschlossen hat, etwas nicht mehr anzubieten, weil es möglicherweise einer Minderheit sauer aufstoßen könnte. Dieses 2 von 300 dürfen das vielleicht von ihrem Elternhaus her nicht essen. Wir müssen das sofort vom Speiseplan verbannen. Es kann ja nicht sein, dass die Kinder in ihrem Seelenheil gefährdet werden, weil andere eine Bratwurst essen. Also auch wieder überspitzt gesagt. Und genau darum geht es doch. Die Einschränkung oder die Beschränkung der ganz hochtrabend gesagt Rechte einer großen Gruppe, weil eine kleinere Gruppe möglicherweise was dagegen haben könnte, ob sie es hat oder nicht, weiß an der Stelle keiner. Und ja, auch das Essen selbst zu wählen, das ist irgendwo ein Recht.
Und man hätte das ganz einfach lösen können, wie wir das in der Schule hatten. Man bietet verschiedene Menüs zur Auswahl an. 2 Wochen vorher oder den Monat vorher kreuzt man an, was man an welchem Tag essen möchte. Man bietet was mit normalem Essen an, also ganz gewöhnliches mitteleuropäisches Essen. Man bietet vielleicht eine vegetarische Alternative oder so. Oder zumindest eine Alternative, die eben kein Schweinefleisch enthält. Und schon kann jeder selber wählen. Das wäre Liberalität. Das wäre durchaus, wie ich finde, eine sehr, sehr gute, sehr, sehr saubere Lösung. Aber sich hinzustellen und anderen etwas von vornherein zu verwehren, nur weil ein anderer darüber vielleicht empört sein könnte, weil er erträgt das ja nicht, wenn das da auf dem gleichen Tisch liegt wie sein eigenes Essen. Das vermittelt vollkommen falsche Signale. Und das sorgt dafür, dass die Leute ganz zu Recht wütend sind. Und wenn sich dann ein Oberbürgermeister hinstellt und der Meinung ist, man diskutiert da über Würste, ja, dann hat der Herr verdammt nochmal eine ganze Menge nicht verstanden. Nein, genau darum geht's nicht. Es geht um Bevormundung mit der Rechtfertigung, weil man ja angeblich irgendwelche Minderheiten schützen will. Das ist Bullshit. Aber soll es für heute mal gewesen sein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig heute, denn es waren ja doch wieder sehr, ja, sehr weniger lustige Themen, würde ich es mal nennen, und Themen, die wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, aber ich wollte trotzdem noch mal drauf eingehen. Unser lieber Oliver Pocher, wo ich gestern schon gemeint habe, ich weiß eigentlich gar nicht, wer das ist, der hat auch noch mal 5 Minuten Ruhm bekommen, denn den ganzen Tag über hatte ich heute in meiner iPhone-News-Zentrale einen Artikel von NTV, der sich damit beschäftigt, dass sich der aufrichtige Comedian, was weiß ich, Oliver Pocher, okay, mit fragwürdigem Humor hatten sie immerhin geschrieben, einen Schlagabtausch mit der AfD auf Twitter geliefert hat. Er hat einen Tweet geschrieben, er hat eine Antwort bekommen und das war's. Und das ist ein Artikel wert. Ja, muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Also wenn es nichts Wichtigeres gibt als irgend so einen abgehalfterten Comedian, tut mir leid, ich will ihn nicht beleidigen, aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Also ich kenne den Namen, aber das habe ich ja gestern schon gesagt. Ich weiß nicht, was er macht und für mich hat er überhaupt keine Relevanz. Und wenn der dann nun auf der linken Seite in meiner iPhone-News-Page den ganzen Tag lang einen Slot wegnimmt, komisch, egal. So, ich wünsche euch trotz allem noch einen schönen restlichen Mittwochabend. Ich war gestern ein bisschen neben der Spur, es war natürlich schon Dienstag, nicht mehr Montag. Passiert in den Semesterferien, wenn ich eigentlich auf den Wochentag gar keinen Wert lege, sondern einfach nur schaue, wann haben Läden offen und so weiter. Da ist es dann manchmal so ein bisschen, dass man nicht mehr ganz so weiß, was für ein Wochentag ist. Ich glaube, jeder, der Ferien oder Semesterferien hat, der kann das nachvollziehen. So, wir sehen uns dann morgen wieder und ich hoffe dann auch endlich mal wieder mit fröhlicheren, positiveren Meldungen. Naja, bis dann.